Jo, herzlich willkommen zurück bei der Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir haben in der letzten Folge einen Anführer der Silbernen Hand erledigt im Auftrag der Gefährten von Weißlaff und von Kotlan Weißmähne den Auftrag erhalten, die Schlucht bei Hexen zu besuchen und ihnen die Köpfe abzuhacken, weil er die Köpfe braucht, um den Hyacinthes Segen von ihm zu nehmen. Er möchte nämlich kein Werwolf mehr sein, sondern möchte von diesem Fluch, wie er meint, befreit werden. Also die meisten, die hier, also Aela zum Beispiel, Farkas und Velikas. Habt ihr die Initiative gegen die Silberne Hand ergriffen? Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange dauern. Die sind ja sehr zufrieden und betrachten das als Segen. Aber Kotlak Weißmähne, der will lieber in Sovngarde einkehren nach seinem Tod, als bis in alle Ewigkeit auf Hyacinthes Jagdgrund dann, wie soll man das nennen, umeinander spuken? Keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll. Egal, also Kotlak Weißmähne möchte diesen Fluch loswerden und nach Sovngarde, und wir werden versuchen, ihm den Wunsch zu erfüllen. Gut, wo muss ich denn überhaupt hin? Vernichte die Schlacht bei Hexen oder beschaffe... Also die Hauptaufgabe ist, einen Kopf zu beschaffen. Wir werden aber gleich alle Köpfe beschaffen. Und dann aufbewahren für den Fall, dass wir noch mehr Leute vom Werwolf-Dasein heilen sollen. Einschließlich mir. Also für mich selber brauche ich ja dann auch so einen Kopf. Allerdings werde ich das nicht sofort heilen, sondern erst später. Bis dahin wollen wir ein bisschen Spaß haben. So richtig stören tut mich das Werwolf-Dasein ja nicht. Da ist Vampirismus lästiger. Moment, ich wollte doch jetzt... Wo wollte ich denn hin? Genau, hier wollte ich hin. Schluchtweiher Zirkel. So. Also, zumindest entstehen einem keine Nachteile wie Sonnenschaden oder... Soll ich was zu größerer Anfälligkeit für Feuer? Man muss nicht dauernd Blut saufen, also man könnte den Werwolf durchaus im Hintergrund tolerieren. Man muss ihn ja nicht nutzen, wenn man nicht mag. Dennoch möchte ich euch auch die Heilungsquest zeigen. Aber bevor ich mich dann heilen lasse, da gibt es noch so Totems, die man als Werwolf finden muss. Dazu muss man aber Werwolf sein, weil man sonst die Quest nicht bekommt. Und das werden wir auf jeden Fall machen, bevor ich da an irgendwelche Heilung denke. Sonst entgeht euch ja ein Teil von der Story. Wollen wir ja nicht. Kurzen Überblick verschaffen. Ah ja, genau, ich war hier schon drin. Das ist schön, dann habe ich nämlich schon alles kartografiert. 1, 2, 3, 4, 5, 5 Köpfe. Nein, das habe ich jetzt gedrückt. Ach, das war die Falle. Ich war jetzt auf. Das ist Elder Scrolls Online. Ich habe gerade zwei Elder Scrolls Online Videos aufgenommen und meine Hände, die machen auf der Tastatur noch das, was sie sonst in Elder Scrolls Online tun. Ja. Ich ziehe hier gleich wieder die Waffe. So ging das, ne? Tag auch. Wir machen die Knüppel. Ich wollte mich schon... Warte mal. Das geht hier anders. Ups. Das hätten wir geschafft. Das war unerwartet leicht. Ich habe schon noch legendär eingestellt, oder habe ich da Gameplay? Legendär, ja. Ach ja, und habe ich euch das schon erwähnt? Doch, habe ich euch in der letzten Folge schon erwähnt. Ich habe wieder eine schwere Rüstung gezimmert. Grausig. Mei. Schönheitspreis würden die nicht gewinnen. Also wir könnten es jetzt hier dabei belassen und könnten zurückkehren. Aber ich will die anderen Köpfe auch noch haben, wie gesagt. Wo geht's denn da lang? Passt.
Ich wollte mich gerade buffen, das haut er hier so nicht hin. Mensch, auf der Taste 4 liegt doch bei Elder Scrolls Online die kritische Woge, die wollte ich gerade aktivieren aus Gewohnheit. Geraten habe ich gemerkt, dass ich da hier falsch bin. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Das haben wir ja wieder. Das wird euch eine Lehre sein. Also für mächtige Hexen sind die erstaunlich schwach. Ich kann mich erinnern, dass mir solche Hexen schon ganz schön eingeheizt haben. Aber gut, wenn sie vergessen, Magie einzuziehen. Ja gut, da waren wir schon, das haben wir schon geplündert. Oder liegt das daran, dass ich die hier schon mal alle erledigt habe und die sind jetzt respawned und schwächer als die Originale? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schon irgendwie seltsam. Irgendwie bizarr. Ja, gut. F5. Achso, ich muss ja ihre Köpfe mitnehmen. Gut, dann nutzt mir das jetzt wenig, wenn ich jetzt auf Werwolf wechsle. Weil ich als Werwolf die Köpfe nicht einstecken kann, also muss man sie erst alle ab. Hallo, grüß dich und auf Wiedersehen. Das glaube ich nicht, die lernt nimmer dazu. Meint, ich habe mit Stahlbolzen geschossen. Na gut, schied mir recht. Bis ich mich jetzt wieder umgewöhnt habe auf die Tastaturbelegung von Skyrim. Eieieiei. Die Spiele sind aber auch so ähnlich, so irgendwie fühlen sich ähnlich an und ja, sowieso. Da muss man ja Verwirrung haben. Ich wollte mich schon wieder buffen. Woher seid ihr gekommen? So, Aurel, Schild, Batsch, ja, genau. Also wenn ich sie mal zaubern ließe, könnten sie schon Probleme machen. Andererseits habe ich eine extrem hohe Zauberresistenz. Die haben wir schon geplündert, das ist meine Handschrift. Eine noch, oder? Jo, eine noch. Dann schauen wir mal, ob ich mich an denen nähern kann oder ob das nicht geht. Welcher Weg? Ist das jetzt oben oder unten? Ich glaube, das ist oben. Ja, hier, ne? Und? Ja, gut geraten. Tja, ich würde dir ja mein Asthma-Spray leihen. Allein die Atmen so schwer, die Ärmste. Aber wir erlösen sie anders von ihrem Leiden. Boom. Jo, das habe ich sauber. Jetzt lassen wir mal Serana ihren Spaß. Euer Blut gehört uns. Das hätten wir geschafft. Ja, hättest du gern. Jetzt habe ich sie mal reden gehört. Euer Blut gehört uns, hat sie gesagt. Ich wusste gar nicht, dass die sprechen können. Gut. Dann haben wir auch die optionale Quest erledigt. Gibt's hier noch was? Tragödie in Schwarz, was ist das denn? Eine Volkssage aus der Zeit der Oblivion-Krise? Mal kurz überfliegen, ob das relevant ist. Nee, ist es nicht. Ist es nicht, ist nicht questrelevant, deswegen lassen wir's. Ach ja, richtig, jetzt wäre es mal Zeit zu gucken, ob die noch menschlich genug sind, dass ich mich an denen nähern kann. Bestiengestalt.
F5. Wenn das jetzt nicht klappt, tue ich neu laden, weil ich habe dann keine Lust, 3 Stunden zu warten. Jetzt habe ich ja hoffentlich nicht Serana erschreckt. Die sieht mich, glaube ich, jetzt das erste Mal in der Gestalt, oder? Okay. Kann ich mich nicht an denen ernähren, dann ist das auch uninteressant. Letzten Spielstand laden. Gut, dann brauche ich Serana auch nicht erschrecken. Obwohl, ich meine, ich habe mich ja auch daran gewöhnt, dass sie Vampir ist und mir nichts tut. Das kann ich ja dann wohl umgekehrt auch erwarten. Da lang. Dovahkiin, Dovahkiin, Nalok, Zitlos, Varin. Vardain, Bukul, Vafarana, Kasparin. Aquinorum, Kalgran. Bonus von Zindrosam, Dovahkiin, Rahin, Kuhukahan, Mutran. Gut, Quest abgeben, das war ja wieder so eine kurze Quest, meine Güte. Ja, gut, der epische Kampf war da jetzt nicht dabei, der das irgendwie in die Länge dehnt. Vielleicht können wir die nächste Quest gleich mit erledigen. Ich glaube, ich weiß jetzt sowieso, was kommt, aber ich will nicht spoilern. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Wunderschönes Wetter? Das war wohl ironisch gemeint, oder? Und da sagt nochmal einer, Vampire haben keinen Humor. Und ihr habt unseren Lobpreis verdient, denn wir sind eins. Die beiden stellen kein Problem mehr dar. Sie haben dann doch noch den Mut aufgebracht, Jorbastion anzugreifen. Die silberne Hand. Sie haben dann doch noch den Mut aufgebracht, Jorbastion anzugreifen. Die meisten haben wir erledigt, aber ein paar konnten fliehen. Ja, und als Mensch, da sagtet ihr, jo, da schaut ihr, wie man halt schaut, wenn man halt schaut, ne? Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Sie haben jetzt gerade nicht. Silberne Hand mit Stahl. Die beiden stellen kein Problem mehr. Silberner Zweihänder, Gold, die Falkenfedern, das Landschrott, den brauche ich nicht. Silberschwert. Gebracht, die Maske anzug. Ob dieser Giftheiltrank ist, naja, ich nehme mal mit. Die meisten haben wir erledigt, aber ein paar konnten fliegen. Ja, ich frag dich schon gleich, was hier los war. Die beiden stellen kein Problem mehr dar. Ja, die beiden stellen kein Problem mehr dar. Die silberne Hand. Sie haben dann doch noch den Mut. Genau, erzähl mir das noch dreimal. Wir gucken mal da rein. Sie haben dann doch. Wo wart ihr? Ich habe Kotlaks Befehl ausgeführt. Ich hoffe, es ging um etwas Wichtiges. Denn das heißt, ihr wart nicht hier, um ihn zu schützen. Die silberne Hand. Sie haben endlich ihren Mut zusammengenommen und Jorvaskr angegriffen. Wir konnten sie abwehren. Aber der alte Kotlak, er ist tot. So viel zum Thema, kehre zurück zu Kotlak und gib ihm die Quest ab. Kam sonst noch jemand zu Schaden? Nein. Aber sie haben sich mit all unseren Wutrad-Fragmenten aus dem Staub gemacht. Doch ihr und ich, wir werden sie uns zurückholen. Wir werden den Kampf in ihr Hauptlager tragen. Niemand wird übrig bleiben, um ihre Geschichten zu erzählen. Nur die Lieder von Jorvaskr werden erklingen. Wir werden Kotlak rächen. Und sie werden ein Ende mit Schrecken erleben. Abgeschlossen. Die Ehre des Blutes. Gerade aktualisiert. Ja, das ist ja eine Frechheit, ist das.
marschieren hier einfach rein. Schlimm genug, dass sie Kotlak töten. Aber dass sie Wutratsteile mitnehmen. Also nein, das geht zu weit. Das ist eine Frechheit. Das kann man nicht auf uns sitzen lassen. Schade, kann ich nicht plündern. Ich hätte mal gern gewusst, was der so mit sich schleppt. Und Artis, dem geht's aber nicht gut, oder? Moment. Nö, das hilft nix. Tja, und da kommt ein Heiler leider zu spät. Was habe ich denn da gerade vor mir hergedengelt? Stahlkriegshammer, nö, da habe ich keine Verwendung dafür. So, sitzen da wie Trauerklöße. Das sind mehr tolle Krieger. Ein Eisenschwert, silberne Hand mit Eisenschwert. Ich dachte, ich kann aufgrund der Silberschwerter zählen, wie viel ich von denen erledigt habe. Aber... nö. Da muss ich noch ein paar draufschätzen. Ich sehe schon. Von wem kriege ich jetzt den Folgeauftrag? Achso, vernichte die silberne Hand. Bringe die Fragmente von Wutrat in deinen Besitz. Das können wir eigentlich schon mal anfangen. Eventuell muss ich die Folge dann zwar teilen, das macht aber nichts. Weil ich schätze, das dauert sowieso ein bisschen länger als eine halbe Stunde, was jetzt da kommt. Lasst sie bluten. Ja, gut, wir sichern mal das hier. Also das ist echt frech, da marschieren rein, killen Kotlak und dann stehlen sie auch noch die Teile von Wutrat, also... Lasst keinen am Leben. Lasst keinen am Leben. Komm, sag's nochmal. Na? Wir werden sie büßen lassen. Mhm. Jo, ist recht. Ich glaube, der hat sagt gerade nichts anderes als lasst keinen leben und wir werden sie büßen lassen. Bringt die... Fragmente von Wutrat in deinen Besitz. Schatten was? Schattenstollen, Refugium. Zum Glück haben wir hier in der Nähe schon... Also ins kaiserliche Lager brauche ich nicht spazieren. Ich bin Sturmmantel, das nehmen die mir übel. Und ich meine, man muss einen Fail ja nicht mit Absicht provozieren. Ne? Hat da gerade jemand eine Waffe gezogen? Ja, wir ignorieren das und kümmern uns. Ich wollte jetzt hart drücken und aufs Pferd absetzen. Das ist hier ein bisschen schwieriger. Außerdem würde ich damit Vilkas abhängen. Oder ist das Farkas? Ich verwechsel die immer. Bist du Vilkas oder Farkas? Vilkas. Okay. Gut. Yay, da schaut's gerade genauso aus wie bei mir vor der Haustür. Da liegt auch schnell, naja, so langsam. Ich glaube, jetzt verschwindet er dann so langsam. Es kommt jedenfalls kein neuer dazu im Augenblick. Bin ich auch nicht böse. Heute haben wir den 20. Februar 2015 und es ist 20.15 Uhr. Das ist ein lustiger Zufall. Ja, 2015 und 20.15 Uhr. Achso, Entschuldigung, ich brauche doch meinen Schild, Auriels Schild. Ich mag den Schild, der hat irgendwas. Vielleicht sogar ganz gut, dass man... Was? Da ist noch einer? Wo? Irgendwas schießt dann auf mich. Ah, du? Na, da tue ich, das kann ich auch. Jetzt schieße ich mit Stahlbolzen. Hascha an. Serana ist ja ganz clever. Den am Dach muss ich mir merken, wenn ich mich später nähere. So, mal kurz speichern. Das wäre Quatsch, jetzt schon auf das Werwolf-Gedöns zu wechseln. Obwohl, ja, ich glaube, das dauert sowieso noch ein bisschen. Also. Aufladen. Der schwarze Stern. Was ist denn mit meiner... Ja, wenn ich schon mal dran denke.
den da, der ist ziemlich ruiniert. Ich weiß, dass man Seelensteine leeren könnte, wenn man sie auf den Boden wirft. Tue ich jetzt aber nicht. Ich habe genug Seelensteine. Kleiner Seelenstein. Ich tue mal ein paar kleine Seelensteine verballern. Dann hier. Dann das hier. Gut, ich glaube, das passt jetzt wieder so. Habe ich auch den Schild? Ja, habe ich. Gut, rein da. Schatzstollen, Refugium. Und da das keine Liebesquest ist, immer feste drauf. Also nichts schleichen und so. Außer ich komme gegen so eine Übermacht, dass ich da erstmal ein paar wegsnipern muss. Aber das glaube ich jetzt nicht. Ach so. Die Silberschwerter von den Nasen hätte ich eigentlich gerne. Und die kriege ich als Werwolf nicht. Also nochmal ganz kurz raus. Sorry, das muss jetzt sein. Silberne Hand. Silberschwert. Dann schauen wir mal, Serana, wie bist denn du darauf gekommen? Ah, eigentlich ganz einfach. Gut. Trotzdem, cleveres Mädel, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Wegfindung hier funktioniert besser als zum Beispiel in X3 Terran Conflict, da hatte ich heute auch schon meinen Spaß mit. Das filme ich allerdings nicht. Vielleicht mache ich auch einmal eine Folge so aus der Reihe. Da bin ich ja momentan ziemlich weit Großindustrieller, aber das tut ja nichts zur Sache. Vielleicht mache ich doch einmal ein X3 Terran Conflict Video, einfach mal so, zwecks der Gaudi. Hey, was, wie? Ich denke, Aura flüstern. Was? Ja. Einmal ganz kurz, so einen kleinen Überblick reicht im Moment. Hinter der Tür sind welche, also F5. Und? Hallo. Was? Geht rein. Ups, Entschuldigung. Dein silbernes Schwert, dein Gold. Nehmen wir gleich mit, bevor ich es vergesse. Gnade. Was, Gnade? Nö. Sein. Ihr hattet mit Kotlak auch keine Gnade. Jetzt seid ihr mal fällig. Silberschwert. Gibt's ja was zum Abstammen? Und außerdem schaut euch mal die vielen Wolfsköpfe an. Für mich als Werwolf macht mich das eigentlich schon betroffen irgendwie. Selbst wenn ich nur Werwolf auf Zeit bin. Pennt hier noch einer? Ja, da ist noch einer. Hallo. Lassen wir Woher seid ihr gekommen? Woher seid ihr gekommen? Wohin willst du gehen? Genau, genau, Serana. Das ist der Serana, ihre Taktik, ne? Die quatscht denen die Ohren voll und dann werden sie unaufmerksam und dann, genau, passiert genau das. Silberschwert, ne? Woher seid ihr gekommen? Das klingt ja fast schon philosophisch. 999 Getränke nehme ich mit, den großen Seelenstein auch. Das ist die Tralle Argonische Maid Band 1. Das ist lustig, das Buch. Ich blätter das für euch durch, falls ihr es noch nicht kennen solltet. Es gibt noch ein Band 2, den gibt es auch in der Elder Scrolls Online. Pause-Taste. Ist recht putzig geschrieben, auf jeden Fall doppeldeutig. Ich meine, ich hätte das schon einmal gemacht, aber die Folge habt ihr ja vielleicht nicht gesehen, deswegen
Das Buch ist so lustig, also ich find's echt witzig geschrieben. Schaut es euch an. Ja, vorlesen tue ich jetzt allerdings nicht, das muss jetzt dann doch nicht sein. Was, woher lassen wir die Spielchen? Genau, lassen wir die Spielchen, du sagst es. Nur ein Kratzer. Ja, und was für ein ganz tiefer Kratzer. Hals? Ja, da kannst du dich drauf klopfen, das hält was aus, auch auf legendär. Patsch. Ihr werdet Himmelsrand nicht verlassen. Ich bin heute als Tank da. Also man merkt schon, mit der schweren Rüstung hält Velaya das locker aus. Neulich hatten wir da so unsere Mühe. Vielleicht werde ich nicht sterben. Wenn ihr mal ein bisschen auf Zeiten geht, könnt ihr vielleicht auch mal draufhauen. Müsst euch nicht alles machen lassen. Da, Silberschwert. Aber ich hatte jetzt echt Angst, dass ich meine Leute treffe. Mädels, was ist kein Mädel? Meine Leute treffe und deswegen bin ich defensiv geblieben. War da denn auch noch einer? Nee, das ist schon länger her. Schön, wie sie so im Weg stehen. Danke. Das Lied von Pillin, und ich würde ja lachen, wenn ich hier Band 2 auch noch finde. Dann könnte ich das euch in einer Folge zeigen. Mach dich nicht so dick. Aha, was? Nicht lakonische meinte. Ich dachte schon, der komische Bericht. Das Buch finde ich jetzt eher langweilig. Die Lichtmütter, das ist ein Sachbuch sozusagen. Irgendwie habe ich die meisten irgendwann schon mal gelesen. Schmiedehammer und Amboss, was haben wir denn hier? Bei Interesse stoppen. Aber das dürfte eine Abhandlung über Schmiedehandwerk sein. Wahrscheinlich eher wenig interessant. Adept, dann mach mal auf. Amulett für Akkadusch, was findet man? Und wie gesagt, wir haben jetzt zusätzlichen Loot durch die Krone von Barrezia. Ich habe es jetzt, glaube ich, in jeder Folge, seitdem ich das habe, erwähnt. Und noch will ich mit dieser Tradition nicht brechen. Da kommen nämlich die ganzen Klunker her, die plötzlich... Was sind das? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Himmelsrand gehört den Nord! Mal sehen, was ihr könnt. Himmelsrand gehört den Nord. Ja, die haben sich eingesperrt, die Feiglinge. Das nutzt ja nichts. Ich bin der Chefin der Diebesgilde. Jetzt, wenn ich. Ja, gut, dann hauen die halt drauf. Ist mir auch recht. Gut, ich reiße euch das Herz raus! Velaya kann mal einen kleinen Banditen naschen. Jetzt habe ich mal einen freien Schussbahn. Jawoll, und tschüss. Silberschwert her. Ich muss mir merken, dass da welche drin sind. Also einer zumindest. Da in dieser Kaserne, weil ich die später noch brauche. Und das Goldbahn? Nee, Stahlbahn. Ach, den nehmen wir auch mal mit. Die brauchen sie ja nimmer. Knoblauch, nö. Knoblauch pflanze ich an, den muss ich jetzt nicht mitnehmen. Ist Ruhe. Bestimmt wieder ein Haufen Klunker drin. Genau, also wie gesagt, das ist die Krone von Barrezia. Seitdem ich die habe, der dürfte jetzt so ziemlich in jeder Kiste dürften Wertsachen drin sein, die es vorher da nicht gegeben hätte. Das ist einfach der. Wo ist er denn? Dieser hier, Juwelen gespürt. Den Buff, den Segen bekommt man durch die Krone von Barrezia. Woher seid ihr gekommen? Ihr hättet nie herkommen sollen. Woher seid ihr gekommen? Tschüss. Ich kann euch nicht besiegen. Nein, du kannst uns nicht besiegen. Hallo? Ihr seid tot.
noch nicht. Gelade! Warum denn? Das war gar nichts. So, was hast denn du? Du hast auf jeden Fall eine schwere Rüstung, die brauche ich jetzt aber nicht mehr. Die hätte ich neulich mal gebraucht. Silberner Zweihänder. So langsam wird es doch ein bisschen knapp in meinem Inventar. Ich muss mir das einprägen, wo die sind, sonst entgehen mir nämlich später beim näheren Lernfortschritt von Werwolf. Ich will da hoch. Und jetzt will ich da rein. So, wieder makelloser Diamant. Tja, schade, dass einem die Krone von Barrenzia erst so spät im Spiel zur Verfügung stellt, wo man diese Wertsachen eigentlich nicht mehr braucht. Weil, wie viel Gold habe ich jetzt? 435.000. Und ich habe neulich sogar ziemlich viel Gold verbraucht. Weil ich noch mal durchs Buchschrank. Nee, ich suche hier eigentlich eine Kette oder sowas. Ja, das ist die Frage. Lohnt sich das jetzt noch? Ich mache hier eine neue Folge auf. Wir werden mal sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich. Ja.